Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Red Metal Cat und weiter geht es mit Star Wars The Force Unleashed. Das ist jetzt der zweite Anlauf und mit mir dabei ist wie immer und gewohnt der Maurice. Hi. Hallo Andreas. Ja, das ist ja bei dem Walkthrough irgendwie nichts Neues, dass wir hier mehrere Anläufe brauchen. Ja, technische Schwierigkeiten begleiten uns halt immer wieder, aber egal. Irgendwie haben wir es bis jetzt geschafft und das wirklich Schöne ist und das freut mich doch wirklich jetzt sehr, dass wir jetzt endlich gestartet sind. Also die ersten Videos sind in ihrem finalen Schnitt jetzt online und können bewundert werden. Und das macht mich doch sehr glücklich. Ja, wenn die Leute das Video zu sehen bekommen, ist das auch schon wieder fast ein halbes Jahr her oder so. Ja, das stimmt. Der zeitliche Abstand ist natürlich dann immer enorm. Ich meine, wenn man überlegt, dass wir jetzt gerade erst bei diesem Video hier sagen, die ersten Parts sind online. Ja, das ist, wenn ihr das hier seht, ja schon eine ganze Weile her. Aber egal, ich freue mich trotzdem darüber. Auch unsere Tumblr-Seite ist jetzt erstellt und erstrahlt im jungfräulichen Glanz. Und ach ja, wir haben es geschafft. Wir sind erstmal da. Ja, wir haben auch schon einige Kommentare bekommen. Meistens zwar nur von derselben Person, aber immerhin schon einen treuen Follower. Und ja, ich glaube, 5 Subscriptions habe ich zuletzt gesehen. Jo. Ja, zugegeben, eine davon bin ich. Ja, das hätten wir jetzt nicht ausführen müssen. Aber vielleicht, wo wir das hier gerade vertonen, sind es vielleicht auch schon 100 oder 500. Wer weiß das schon genau. Wunschdenken. Ja, wir müssen ein bisschen Werbung auf Twitter noch machen und Facebook vielleicht auch. Und dann passt das. Dann kommen die Leute. Ja, auf jeden Fall. Und eines sei gesagt, es ist so vieles in Planung und in Arbeit, was wir da noch hinter den Kulissen am Aufzeichnen und am Machen sind. Ich meine, ich habe vor kurzem noch geschrieben, ich arbeite gerade hier an Wolverine und Resident Evil ist ja schon im Kasten und Gunslinger und da kommt auch noch einiges. Und ich will jetzt halt GTA 3 endlich die Tage beenden. beziehungsweise. Ja, da haben wir ja auch schon ein paar Parts vertont. GTA 3 müsst ihr auch irgendwann anfangen, während Force Unleashed läuft, meine ich. Dann Remember Me. Bin ich ja zum Glück derjenige, der es aufnimmt. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Da hatten wir jetzt ja vor kurzem den Podcast und haben es ja wirklich gelobt ohne Ende, bis auf unser Gast. Ja, der hat es aber zumindest nicht ganz schlecht gesprochen. Weil wenn man sich dazu die Reviews anschaut, die gehen ja wirklich von geilstes Spiel ever bis schlimmstes Spiel ever. Ja. Und das ist normalerweise nicht so. Normalerweise ist der Grundtenor eher in eine Richtung und nicht auf wirklich alle Meinungen verteilt. Oh, Reviews. Ich weiß, das schweift jetzt komplett ab, aber ich hab's gestern getan. Ich hab den neuen Superman gesehen. Okay, und? Ich wollte mir den jetzt die Tage mal anschauen. Ich war mega enttäuscht. Okay, ja, das höre ich auch von allen irgendwie. Also, die Optik ist geil und ich denke mal, Optik ist auch ganz klar hier auf Dingens, Zack Snyder, da zurückzuführen. Ja, ich habe schon in den Trailern und den ganzen CGI-Mist gesehen und ich könnte jetzt schon kotzen, weißt du? Und ich habe den Film noch nicht mal gesehen. Das ist schlimm. Ja, du musst auf jeden Fall, davon gibt es eine Menge und leider auch an einigen Einstellungen siehst du es sehr stark, das ist am Computer entworfen. Sieht schon geil aus, aber ja, du hast halt immer dieses Problem, man sieht es halt, dass es nur am Computer gemacht worden ist. Ich verstehe das nicht. Christopher Nolan zugegeben, der muss jetzt halt diese Flugsequenz nicht einbauen, aber der hat das bei Batman hinbekommen, dass das nie nach CGI aussah. Bis auf Dark Knight Rises, da gibt es eine 3-Sekunden-Sequenz, die nach Computer aussieht, aber nichts anderes. Das ist, ach Gott. Wenn da der richtige Mann hinter sitzt, dann wird das auch was. Aber die Story, also das war das Ding, wo ich mich am meisten drüber aufgeregt habe. Das sind so viele Sachen, die, finde ich, sind absolut nicht logisch. Also ich spoiler mal ein ganz klein bisschen von den ersten Minuten. Du musst dir vorstellen, du hast halt den Planeten Krypton, man kennt das ja. Superman wird ja als Baby in die Kapsel geschlossen und auf die Erde geschossen, ne? So weit, so gut, kennt man. Der Planet ist da gerade dabei unterzugehen und deswegen wird er dann halt zur Erde geschossen. Das kennt man ja alles. Aber die Sache ist die, da ist da noch ein Putschversuch im Gange, da ist da noch ein General, der dann sagt so, hey, ihr seid alle voll doof, wir hätten schon viel länger hier wegfliegen sollen und der Planet fliegt uns hier bald um die Ohren und ich versuche jetzt euch hier abzusetzen und das Kommando an mich zu reißen und natürlich wird er dann noch überrumpelt und was machen die? Die sitzen auf einem Planeten, wo sie wissen, der fliegt bald in die Luft und
nehmen dann ihr großes Schiff, was sie zur Flucht nehmen könnten, und packen da die Gefangenen drauf, weil sie sich dann, keine Ahnung, irgendwie einfach sagen, ach ja, wäre doch schade, wenn die Gefangenen sterben, dann haben sie doch nichts von ihrer Strafe, schicken wir die mal weg und wir bleiben hier zum Sterben. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Logik ist in diesem Universum, aber könnten die nicht rein theoretisch alle fliegen? Oder liegt das nur an der Erdenschwerkraft, weil die leichter ist als die da, oder? Naja, das ist sowieso dieses Ding, dass dann Superman eigentlich nur so stark ist, okay, weil er dann in der anderen Atmosphäre ist. Dann muss ich das auch in Frage stellen. Nee, das. Ach Gott. Ich guck mir den ja nochmal an. Und, aber wie gesagt, direkt dieser Anfang. Also sie hätten alle Möglichkeiten gehabt zu fliehen, woanders hinzugehen, neues Leben anzufangen. Sie hatten alles da, aber statt dass sie auf die Idee kommen, das zu machen, schicken sie die Gefangenen weg, die dann eine Bedrohung dann für die Galaxie ist und die bleiben dann zum Sterben zurück. Ja, super. Sehr durchdacht. Oh, ich sehe da gerade Machtkristall. Ich hoffe, du hast den auch erblickt. Links, links, da. Ja, ja. Ah, mal gucken. Ja. Oh Mann. Ja, das ist so das Problem. Also, und vor allen Dingen, ich konnte es ja nicht lassen. Wenn ich hier dann mal etwas gesehen habe, dann habe ich es ja auch wirklich immer versucht, es zu kriegen. Und da wunderst du dich, dass das 31 Parts lang geworden ist. Ja. Da muss ich echt sagen, die Sammelobjekte in Wolverine sind deutlich angenehmer platziert. Also, wenn du dann eins siehst, dann kommst du auch einfach dran und musst da nicht irgendwelche blöden Scheißsprünge machen, wo du dann einen Millimeter vorbeispringst, sondern ist das. Ach, ich hasse sowas. Ja. Was ich noch sagen wollte zu Superman-Film. Der wurde ja mit unter anderem geschrieben von Christopher Nolan. Der soll lieber bei seiner Regiearbeit bleiben. Ich meine, die Dark Knight-Filme wurden ja von seinem Bruder oder so geschrieben. Der hat das ganz gut drauf. Wieso haben sie ihn nicht das Skript schreiben lassen? Christopher Nolan ist eher der visuelle Typ und sein Bruder vermutlich dann der die Geschichten gut schreiben kann. Und der hätte es vielleicht wirklich besser hinbekommen. Ach Gott, aber naja, die wollen halt irgendwie dieses Justice League Ding aufziehen. Ja, wahrscheinlich. Und ich habe echt Angst davor, weil bis jetzt, also wenn ich an Superman denke, boah, das war echt erschreckend. Ich meine, gut, ich war nie ein großer Superman-Film. Du warst nie ein großer Superman-Film? Okay. Was? Du hast Film Fan statt Fan gesagt. Scheiße. Ich meinte Fan. Ich mag Superman ja, einfach nicht. Ich ihn ja eigentlich auch nicht. Aber ich wollte es halt sehen, weil das einfach mal so ein Over-the-Top-Ding war. Und dann bekomme ich jetzt halt, kurz bevor ich ihn sehen will, die ganzen Reviews mit, die sagen, das ist viel zu ernst aufgezogen, viel zu düster, das Ende ist scheiße. Ich habe mir auch schon spoilern lassen, was da passiert. Dass das gegen den Superman-Kanon spricht, etc., pp. Und alles. Und dass da einfach nicht zusammenpasst. Und da freue ich mich drauf. dieses Ganze, ach, so traurig war die Kindheit und alles, ach Gott, das hat sich auch noch so gezogen, ach ey. Naja, gut. Dir scheint gerade sehr langweilig zu sein, habe ich das Gefühl. Das Problem ist, hier in diesem Raum, es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich begriffen habe, was man hier machen muss. Ich habe es nicht begriffen. Und die Lösung ist so blöd, dass es schon erschreckend ist. Ich sehe da einen Typen im Käfig. Irgendwas musst du mit ihm vermutlich machen. War meine Vermutung. Auf die Idee komme ich auch gleich noch. Ja, also, und dieses, ganz ehrlich, da muss man doch sofort drauf kommen, wenn du siehst, da ist irgendwas in der Mitte, wo jemand drin steckt. Ja, aber pass auf, was gleich die Lösung eigentlich wirklich ist. Das ist noch viel bescheuerter. Ich kann mich an den Raum auch gar nicht erinnern, muss ich zugeben. Konnte ich auch nicht mehr so richtig, deswegen war ich verwirrt. Ja. Ich habe jetzt fast alles auseinandergenommen. Ja. Werde ich die Lösung finden? Ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, es muss noch irgendwas Besonderes mit diesem Raum auf sich haben. Ja, und jetzt stehe ich im Käfig. Habe ich super hingekriegt. Was ist jetzt passiert? War da nicht oben ein Deckel drauf? Ja, der ist einfach irgendwie abgebrochen, ich weiß auch nicht. Ja, und jetzt? wahrscheinlich diejenigen, die sich hier in den Raum noch erinnern, die wundern sich jetzt gerade, was ich da mache und veranstalte. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Ich kann mich nicht an den Raum erinnern, aber ich sehe, dass du eine Scheiße baust.
So viel sehe ich, ja. Ja. Hier, guck mal, da. Da ist eine Tür. Warum macht die nichts? Ich kann die nicht öffnen. Hab die versucht aufzuschubsen mit der Macht. Was muss ich hier machen? Da muss doch irgendein Schalter sein oder irgendwas. Ich bin echt verzweifelt an diesem Scheiß. Blöde das Viech da, Mann. Das regt mich auch gerade. Ja, aber das ist doch harmlos. Das tut mir doch gar nichts. Warum soll ich das einfach töten? Ich hab doch jetzt das blaue Licht. Ich bin doch ein Lieber. Das macht nicht besser. Ja. Ja, muss ja doch was mit der Tür auf sich haben. Ich versuch's nochmal. Nee. Was? Und das war's. Ich war einfach nur nicht näher an die Tür rangegangen. Eine feige Taktik. Ich diene nicht dem Imperator. Du hast es doch scheiße. Ich bin mit Kota hier. Ja. Kota ist tot. Gott, ja, die Stille gerade war wirklich Schockzustand. Ich konnte es nicht fassen. Wer ist Kotas Kontakt? Wie lange gibt da Kota schon Informationen? Ich hatte mich so verarscht gefühlt. Ich hätte nur einen Schritt näher auf die Tür zugehen müssen. Oh Mann, ey. Er kam, um euch zu suchen. Gute Videospielprogrammierung. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi? Dann zerstört die Plattform. Wenn die Himmelsplattform fertig ist, bringt das Imperium. Ist das nicht dieses Ding, wo du jetzt die drei Schutzschilddinger zerstören musst oder was das auch immer war? Das Imperium repariert. Es waren nicht nur drei Sachen, die man kaputt machen musste, meine ich. Also um dieses Ding herum sind ganz viele angebracht. Ich frage mich aber nicht nach der genauen Anzahl, aber es waren mehr als drei. Das Mittelding gehen oder so. Irgendwie. Das habe ich in Erinnerung. Was ist mit euch? Du verwechselst das, glaube ich, mit etwas anderem. Das kommt später noch. Gut, ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Vermutlich. Zumindest ist das, was du jetzt mit den Brücken meinst und so. Das ist noch was anderes. Was soll ich denn mit einem Piloten? Also die Umgebung sieht schon sehr danach aus, muss ich sagen, nach dem, was ich jetzt vermute. Da ist so eine Schlucht und du kannst außen rumlaufen und in der Mitte ist auch irgendwas. Und da muss erst die Himmelsplattform. Ah, okay, nee, okay. Das kommt noch ein bisschen später. Aber das hier ist vom Aufbau her eigentlich nicht viel anders. Nur, dass man halt in der Mitte einen Turm hat und drumherum läuft und dann halt irgendwelche, was waren das, Generatoren oder so rauszieht. Ich weiß es jetzt nicht mehr im Detail. Wookie-Jagdgründe, okay. Aber man dürfte es auch eigentlich gleich sehen. Meine ich zumindest. Der Weg dürfte nicht allzu weit sein. Ach ja, ich erinnere mich jetzt an den Part. Der muss sich irgendwie ganz blöd schneiden. Der hört auch, meine ich, gleich ganz abrupt auf. Ja, es sind noch knapp 2 Minuten. Also ein bisschen Action ist hier noch. Ja. Die tollen Wachen mit ihren Lichtschwertstäben. Ich hatte sowas, was die Star Wars Spiele gemacht haben, im Sinne von, wenn es darum geht, innerhalb der Trilogie Gegner für die Jedis zu schaffen. Da waren dann halt andere Typen mit Lichtschwertern. Ja, scheißegal, was das eigentlich für Typen sind. Die haben jetzt auf einmal plötzlich Lichtschwerter. Ja, auf den Feld darauf oder auf diese Plattform, ja. Ja, das hat funktioniert. Danke für den Tipp. Gerade deinem älteren Selbst gegeben. Deinem Vergangenen und plötzlich klappt es. Ja. herrlich. Ich mag das. Ich mag das Spiel. Hab ich ja schon mal gesagt. Also, ich weiß auch nicht, wieso wir diese blöde Wette gemacht haben. Nach wie vor nicht. Ja, es gibt da so jemanden, der spielt Anakin Reigns, habe ich gehört. Ja, das dürfte ja bald beendet sein, wenn ihr diesen Part seht. Ich meine, Force Unleashed ist das Projekt, was wir nach den beiden DLCs nehmen. Deswegen müsste das irgendwann in dem Dreh jetzt von diesem Part etwa beendet sein. Denke ich auch, ja. Aber ich bin ja froh, dass wir zumindest jetzt mittlerweile auf unserer Liste einige auch durchaus hochkarätige Titel stehen. Ja, man muss halt mit den doofen Spielen beginnen. Ja, die Sache ist natürlich, wenn man sich dann sagt, okay, wir möchten jetzt starten, dann muss man dann erstmal gucken, ja, was habe ich denn jetzt gerade so verfügbar oder was würde ich jetzt einfach nochmal so einlegen wollen? Also der Punkt ist auch, wir haben halt immer noch dieses 15-Minuten-Limit und wir hoffen auch so ein bisschen, dass das irgendwann mal wegkommt. Ja. Das ist ganz schön nervig. Okay. Gut, aber das Video ist fast vorbei, deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns schnell. Also bis dann.